Und ich freue mich, dass wir beispielsweise in der Spremberger Vorstadt ab nächster Woche 26 neue Schülerlotsen haben. Es ist kein Kind, kein Schüler auf dem Weg zur Schule oder nachmittags auf dem Weg nach Hause verunglückt. Der Schulanfang ist geschafft. War es dann möglich, den Schulweg gut zu sichern? Wie war die erste Einschätzung? Wie sind die ersten Wochen so verlaufen? Ja, am 9. August war Schulanfang in unserer Stadt Cottbus. Wir haben 830 Erstklässler an unseren Grundschulen begrüßen können. Unser Ziel war es, dass der Schulweg für unsere Schülerinnen und Schüler sicher ist. Das ist uns gelungen. Darüber freuen wir uns, dass die gesamten Maßnahmen, die wir getroffen haben, im Vorfeld Wirkung gezeigt haben. Denn es ist kein Kind, kein Schüler auf dem Weg zur Schule oder nachmittags auf dem Weg nach Hause verunglückt. Das hört sich sehr gut an. Noch eine gute Nachricht, es gibt tatsächlich wieder Schülerlotsen. Genau. Wir hatten ja erstmals seit 1993 in unserer Stadt zu Beginn des neuen Schuljahres keine Schülerlotsen zum Einsatz. Corona-bedingt konnten wir nicht ausbilden. Das haben wir nachgeholt und ich freue mich, dass wir beispielsweise in der Spremberger Vorstadt ab nächster Woche 26 neue Schülerlotsen haben. Die Schülerlotsenausbildung geht dann beispielsweise in Sandow auch weiter. Negativer Punkt war, dass ja immer mehr Geschwindigkeitsverstöße jetzt in den vergangenen Wochen zu beklagen waren und natürlich auch viele Leute, die falsch geparkt haben vor Schulen, da vielleicht auch nochmal einen kurzen Einblick. Wir mussten bei unseren Geschwindigkeitskontrollen insgesamt 589 Verstöße feststellen, wo Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Schulen missachtet haben. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung mussten wir in Schmelwitz vor der UNESCO-Grundschule feststellen. Dort ist ein Autofahrer statt der erlaubten 50 km/h mit 85 km/h entlang gerast. Ihn erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und unter anderem auch ein Monat Fahrverbot.